Spezielle Freunde haben spezielle Anforderungen, ne? So, wo geht's denn hier jetzt rein? Huch. Nehmt ihr Hintereingang oder what? What the fuck? Wo willst du denn, dass ich hingehe? Da oben, auf dem Balkon. Tut mir leid, eure Hure ist gestohlen, aber gestorben, aber wenigstens habe ich noch. Wenigstens habe ich euer Geld. Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein, oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum nicht? Warum? Ezio, wir wollen helfen. Wenn der aber nicht. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Merda. Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ja. Yeah. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich aber weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Welche Alternative hast du? Claudia? Bist du ganz allein? Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane ja, weil ich einen Freund verprügelt habe. Sieht ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Katharina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Hör mal auf, so rumzukommandieren. So. Hier gibt's was. Ah, ich dachte, das wäre cool. So. Muskat immerhin gefunden. So, jetzt muss ich noch mit dem Architekten reden. Damit wir endlich hier mal diese Hurenhaus-Mission beenden. Hallo, Architekt. Ein Camp. Verarschen. So. Ja. Das ist mir definitiv das Geld wert, weil ich habe es ja nicht umsonst gesammelt. So, geschafft. Sehr schön. Gut gemacht, Architekt. Sehr schön, sehr schön. Haben wir jetzt alle beisammen. Das Geschäft läuft gut, oder Claudia? Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Nessun problema. Die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ja. Wir helfen ihnen auch. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Nee. Wir arbeiten daran. Ben, besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Wo ist denn die Isola Tiberina? Moment, da waren auch die Hure, die Sklaventypen, ne? So. Nicht schwimmen. Yay, was haben wir hier? Rechnen. Buongiorno, Mutter. Reden wir mal mit der Mama. Schön, dass du kommst. War doch schon da. Unruhig, die Dirnen. Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Was? Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Der ist doch gut. Ich spür sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Das habe ich jetzt, will ich jetzt eigentlich aber im Moment gerade nicht machen. Ach, na gut, wenn es sein muss. So, gehen wir erstmal raus. Okay. So, mit Maria reden, um Aufträge der Kurtisanen zu erhalten. So, mir reicht jetzt erstmal. Wo müssen wir jetzt hin? Habe noch ein bisschen Geld übrig, vielleicht eine Bank zu kaufen. Oh. Ah. Das sind die Dinger, okay. Wir müssen dahin. Da darf ich noch nicht hin, ne? Der Schatz des Romulus. Schatz des Romulus. Nein, das versteckt des Romulus. Versteckt des Romulus. Jo, du. Was haben wir hier? Eine Flagge. Wir werden auf der Karte angezeigt. Cool. So, was wir machen können, ist auf jeden Fall alles. Alles freischalten. Um ein bisschen Geld zu erhalten, damit wir uns alles kaufen können. Hier rüber komme ich ja eh noch nicht. Rom ist ja groß.
Gut. Was machen wir zuerst? Wir haben so viel auf der Karte, das nervt mich ein bisschen. Wir dürfen wahrscheinlich nie wieder hin. Bezirk Vaticano. So, das ist ein Nussjahr mit 22%, rum zu 11% wieder aufgebaut, ja. Wir müssen halt. Wir müssen weitermachen. Ich will jetzt meine Assassinen-Kollegen will ich endlich mal rekrutieren können. Das hätte ich gerne. Dann, wenn ich das habe, dann ist gut. So, ich rufe ein Pferd. Da kommt schon eins. Hallo, Ferdinand. Oh, was ist jetzt los? Was? Okay. Ich weiß nicht, was ich denen gemacht habe, aber... Okay, irgendwie... So, jetzt geht's los. Komm, zack. Zack. Au. Oh, au. So, dann den da. Und den da. Zack. So. Ich weiß echt nicht, was ich denen gemacht habe. Aber irgendwas scheint sie verärgert zu haben. So. Das haben wir alles schon. Sehr schön, sehr schön. Warum habe ich jetzt eigentlich nur noch... okay. 2000 haben wir im Banktresor. Das ist wunderbar. So mag ich meinen Banktresor. Aha. Irgendwas mit Stuhl. So, wer kämpft auf definitiv mehr mit dem Schwert als mit den versteckten Klingen? Wie im zweiten Teil. Das freut mich, dass ich das hinbekommen habe. Weil Schwert ist eigentlich echt besser. Wenn wir gute Schwerter haben, dann haben wir so gut wie jeden Kampf gewonnen. So. Ich habe noch 1000. Mir kommt jetzt wieder eine Mission, wo ich Geld brauche. 2060, das ist wunderbar. So. Wenn ich endlich meine Assassinen auf Reise schicken kann, dann haben wir es geschafft. Dann fließt das Geld nur wie in Strömen oder so. Wie sagt man dazu? Ach, egal. Es fließt in Strömen dann das Geld. So. Hoffentlich sind wir bald da. Ah, das ist ja meine Bude, ne? Die habe ich auch gekauft oder so. Aber ich muss zum Eingang, der irgendwo unten ist. Wo man auch immer der Eingang nicht irgendwie an einem normalen Ort sein kann. Vielleicht ist der Eingang auch hier. So. Komm. Ach, das ist die Isala irgendwas oder so. Und Machiavelli. Machiavelli, wir müssen reden. Ja, ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitzel. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Mhm, das ist schön. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Ich. Machiavelli. Kann es einfach, ne? Tugend? Na, kannst du mal eine Scheibe von abschneiden, ne? Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Aha. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Okay. Der Kerker wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Ja. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Okay. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Machen wir nicht. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius Tod büßen. Habt keine Angst. Alles klar. Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Mhm. Wir werden beide sterben. Und du auch, Ezio. Nein, wir wissen nicht. Ah, hier ist noch alles ein bisschen leer, ne? Was ist jetzt mit meinen... Ich will meine Assassinen-Kollegen haben. Mann.
Darf ich nicht raus? Aber schade. Ich würde gerne rausgehen. Und ich darf nicht raus. Ich bin eingesperrt. Adlerauge? Was mache ich falsch? Ich muss hier erst an den Punkt gehen, ne? Okay, dann gehen wir halt dahin. Was hast du für mich? Achso. Muss ich dir wieder Geld geben, hm? Ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Da, sehr schön. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Das ist schön. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Ja, ich habe schon ein paar vielleicht gekauft, ne? Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Das ist schön. Molto bene. Dankeschön. Perfekte Erinnerung, was? Kollektive Intelligenz. Oh, ist vorbei. Nein, es darf nicht vorbei sein. Sie gewinnt Treppe in die Du. Spring, Erzieher! Okay. Renovierungsarbeiten. Attentatsserie, Cheat-Fall geschaltet. Brauche ich nicht. Was denn? Was denn Attentatsserie Cheat? Im Kampf provozieren, die werden dann impulsiv angegriffen, sind angriffsfähiger, bla 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 bla. Die Höhle der Diebe. Soll ich mal den Animus verlassen? Mal schauen, was es da noch gibt. Ich meine, ich habe alles gesammelt eigentlich. Was gibt's für uns da noch? So, Rums, Einkommen, das wusste ich schon. Okay. Soll ich mal den Animus verlassen oder so? Nö, nee, gibt nichts Neues. Dann bleiben wir drin. So, ich brauche nichts vom Schmied. Dankeschön. Ich krieg kein Geld. Muss man erstmal wieder Geld verdienen. Okay. Gibt es einen Grund in diesen Dings? Bim, bim, bim. In die Fräse halten. So.